Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum dritten Part des Minecraft Wildes Leben Let's Play. Ja, wir sind hier in unserem Schutzbau sozusagen. Ja, es ist noch Nacht. Ich möchte noch ein bisschen mehr ausbauen und da noch anpflanzen. Und ja, man sieht es bis hier, kann man. Gut. So, also, Erde. Wir werden heute vor allem, noch ein bisschen anpflanzen von den wie heißt das jetzt? Ich habe keine dabei, hä? Baumwolle, genau, aber... Das werden wir wahrscheinlich dann am Tag draußen machen. Und hier mal das Wichtigste. Nämlich Karotten. So. Und noch ein Weizenkorn. So, dann machen wir die Fackel hier hinten. Also ich finde es toll, dass ihr noch da seid überhaupt. Weil es ist wirklich schwierig, beziehungsweise auch neue dann zu bekommen, wo zuschauen können. YouTube ist langsam schon so voll, dass es halt einfach immer schwerer wird, neue Fans zu bekommen, neue Leute zu bekommen, die sich auch interessieren, die die Videos natürlich auch ganz schauen. Und ja, das ist einfach, ja, das ist ein bisschen komisch, dass viele Leute einfach die Reichweite haben, weil sie natürlich alles haben, auch die Qualität und die Zuschauer schon hatten ganz am Anfang, die ganz viel geschaut haben. Und ich nicht. Also es ist halt einfach bei mir so, dass es wieder immer wieder Hardware gibt, die halt nicht so gut ist, die nachgebessert wird. Und bei mir ist es einfach schwerer, oder? Habe ich Sand? Ja. Wie könnte ich jetzt das hier irgendwo anpflanzen? Das ist einfach irgendwo... bleibt. Muss noch mehr, hä? Also, ich kann euch versichern, es wird richtig interessant sein. Schaut bitte die Parts ziemlich gut. Und, ich werde natürlich auch sehr richtig machen, oder? Aber es kann halt einfach sein, dass es dann wirklich so ist, dass es nicht mehr angeschaut wird oder sonst irgendwas. Also, ich kann euch sagen, ich werde euch nicht hindern, es anzuschauen. Wenn ihr wollt, dann wollt ihr es. Wenn ihr es nicht wollt, dann wollt ihr es nicht. Aber ihr müsst einfach wissen, dass ich nicht noch mehr Fans bekomme. Und wenn ihr nicht anschaut, dann bekomme ich wirklich... ja, immer weniger Zuschauer oder gar nichts. Und es geht halt nicht so gut wie bei den Super-YouTuber, das ist klar. Und ich habe schon nachgedacht an neue Livestreams, aber dafür muss ich einfach Fans haben, also Leute, die wirklich auch etwas von mir wollen. Ich bin nicht einer der... ja... unbedingt immer nach Leuten sucht. Und das will ich auch nicht. Also, das möchte ich ja auch für euch nicht. Ja, es ist nur ein, also, können ein bisschen vervielfältigen, damit die grüne Ding haben, können vielleicht schon mal grüne Banner machen und so. Granit, das ist Ad Futurum und das ist Chisel, hä? Ja, aber die Erde möchte ich draußen lassen. Lieber etwas anderes rein. Ja, da will ich auch draußen lassen. So. Gut. Ja, jetzt ist Tag. Ich werde aber hier daneben rausgehen, weil der Rucksack im Weg ist. Also wir werden zuerst mal, ich glaube, die Wiese machen für Felder und Bäume. Und ich kann hier die Felder machen. Und vielleicht hier das Haus hier drüben.
Da ist ein bisschen wenig Platz. Hier oben vielleicht oder so. Muss man mal schauen. Erkunden wir zuerst mal. Wir brauchen ja eben dieses Baumwollzeugs. Und ja, wir brauchen Gehege, also wir müssen Gehege machen, hä? Weil hier ist ein Chocoboss. Gut. Aber hier haben wir ja diese Dinge. Big Cats, also diese Tiger. Genau. Ist das Wort. Aber Schafe ist wunderbar. Müssen wir direkt mal ein bisschen Schafe nehmen. Dann können wir die Nachtnächte überspringen, genau. Also sehe ich jetzt gerade noch einen Löwe und Tiger. Ja, wir werden ihn schon schaffen. Ah, oh, der Kleine habe ich gar nicht gesehen. So, wir müssen jetzt das Brot halt aufbrauchen. Hier haben wir die Custom NPC Insel, Custom Pets. Inventory Pets, genau. Custom Pets ist nur die Erweiterung. Haben Big Cat Claw Eier. Also ein Ei. Ja, wir brauchen Essen. Ne? Die können wir irgendwie nicht abpflanzen. Also, ich weiß gar nicht. So geht's. Okay, dann können wir sie so auch anpflanzen. Ne? Unbedingt mitnehmen. Chocobo mal einzäunen, damit sie nicht weglaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt muss natürlich dann nur das wachsen. Zuckerrohr haben wir hier auch, sehr gut. Die Kühe müssen wir unbedingt auch einzeln. Ich muss unbedingt sehr viel fällen. Da drüben ist sogar Eis. Okay. Oh, ein Skelett ist hier gestorben. Da hat es ein paar. Da hat es einen Vogel. Ah, da war unten ein zweiter Vogel. Avocados haben wir hier, die sind noch nicht reif. Die müssen zuerst reif sein. Ja, also ich muss fällen hier, Bäume fällen. Ich werde aber nach oben gehen. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich da nicht allzu viel Essen verliere. Hunger, Keulen. So, ich möchte ein Güsel mal hinpflanzen. So. Und die nächsten einfach dann ersetzen, hä? Ja. Ich tue alle mal zu Ding, dann können wir sie decken. Ja, also Kiste machen, hä? Machen wir eine Kiste, Doppelkiste sogar. Ja, geht nicht. Noch mehr. Ja. So, eine Doppelkiste. Wunderbar. Ja, dann mache ich hier noch weg. Dann kann die Kiste hier sein. Super. Also alles reintun. Das wir jetzt nicht brauchen. Ja, brauchen wir Grauwake und Sand brauchen wir jetzt gerade auch nicht. So, wir können vielleicht Fenster machen. Wir haben ja einen Ofen. Ich mache mal 4, 8, ja? Damit wir einfach ein bisschen raussehen, wann wir schlafen müssen. Und wo wir schlafen, ja, sage draußen. Es ist ja jetzt wirklich noch nicht Nacht. Wir müssen dann einfach schauen, dass es Nacht ist. So, der Eimer auch wieder füllen. Also ich denke, ich bleibe hier und mache hier nochmal einen Garten. Aber das alles ein bisschen später, weil jetzt ist es wirklich wichtige, dass wir das Ding haben.
die Umzäunung zum Beispiel eher. Ich würde gleich mal machen. So. Ja, Zäune werden wahrscheinlich wieder anders machbar sein. Ja. Weil et futurum. 24. Jetzt machen wir das so, dass wir... ja. Können wir auch hier hinten dran? Oh, Bienen. Ja, wir werden es hier machen, ne? Schön. Hier. Ja, ich muss Holz fällen ohne Hacke, Axt. Tja. Wir sind noch früh, also wir haben jetzt noch nicht alles. Ich muss ja auch an Erzen kommen. Aber jetzt ist viel mehr machbar, weil wir die Nacht überspringen können. Und halt dann einfach mal irgendwann runtergehen, wenn wir gerade geschlafen haben, zum zweiten Mal zum Beispiel. Dann kommen wir da auch viel weiter, hä? So. Einfach nur kurz die Bäume hier wegmachen. Chocobo-Sattel können wir noch nicht. Deshalb müssen wir andere Tiere hier reintun. Also machen wir ein bisschen. Hier zu. Wir können ja die Enten auch ein... Also ja. Bisschen züchten. Müssen aber eine zweite haben. Ja, gut. So. Also machen wir das mal hinpflanzen. Hinstellen hier. So. Geh weg. Hätte du vorher schon gesagt, weggehen. Okay, sie fallen doch runter, also irgendwie. Aber wegen dem Kreativmodus beim Ausprobieren. Genau. Stimmt ja. Ja, toll. So. Können wir da mal eine Weide schon machen. Die einfach klein ist, aber ja. Geht halt nichts anderes. Und zwar mit einem Dreck. Dreck weg. So. Gut. Also, dann schauen wir, dass wir die Schafe reinstellen können. Aber ja, geht ja nicht. Weil noch nichts reif ist. Machen wir eine Axt. Ah, die Weizen. Die Hühner, ich muss eine zweite Ente haben hier. Eine zweite Ente, dann können wir eine Entenzucht machen. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt. Also das ist ein Waschbär. Ja, es gibt keine zweite Ente. Na gut. Wer hat hier getötet? Eine Maus haben wir hier. Ja, das sind alles Hühner. Aha, da ist schon wieder einer. Den werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Das spawnt einfach neu oder ist irgendwo unter den Bäumen gewesen. Also, wir können noch nicht viel machen, deshalb lieber zurückgehen und uns vorbereiten. Wir haben ja Bäume fällen. So, und zwar aus Stein eine Axt. Immerhin. So, dann können wir mal kurz U drücken, ja. Saddlebags, Packbags, Chocopedia ist schwer zu machen. Ja, beziehungsweise nicht gerade so schwer. Hier, Sattel, Leder, ja. Deshalb möchte ich eigentlich auch Kühe reintun, damit die ja, schön gezüchtet werden können.
Und zwar, ja, Bäume fällen, kurz schlafen gehen. Ist hier irgendwo ein Huhn? Ja, ist ein Huhn, keine Ente, schade. Gut. So, schlafen gehen. Ja, wir finden jetzt auch keine Sprießlinge, also ja, so die von Housecraft, diese, wo man Sachen rausbekommt. Na gut. Schon ein bisschen herausfordernd, aber ja, wir müssen jetzt einfach da bleiben, dass wir nicht sterben. Wir könnten ja sterben wegen einer Wildkatze, die dann auch ein bisschen fast unsichtbar plötzlich da ist und uns dann one-hittet oder two-hittet. Ja, es sind schwere Tiere, also sie sind gut gemacht. So, hier haben wir einen Baumstamm, aber ohne Pilze. Okay. Ich finde ungefähr, ja, ich finde es recht schön hier. So eine Halbinsel. Leider viel Wasser, aber ja, dann wissen wir, in welche Richtung wir gehen. Nämlich nach Süden. Und ja, mehr müssen wir erkunden. So, noch nichts gewachsen. Naja, aber Äpfel, wunderbar. Ei, Eichensetzling. So. Äpfel, gut. Das Glas? Ja. Ja gut, wenn wir jetzt sowieso offen haben, brauchen wir das noch nicht. Und Schwarzeichen haben wir auch nicht hier. Müssen wir in die Farm wieder gehen. Ein Schaf haben wir jetzt plötzlich hier. Da haben wir noch ein Setzling. Also. Machen wir mal den großen Baum weg. Ah gut, nochmal einen Apfel. Also jetzt sind wir geheilt, jetzt können wir eigentlich dann auch losgehen. Haben hier auch ein bisschen größere Sichtweite, hä? Wegen den Bäumen, die den Weg nicht so sichtbar machen. So. Aber ich denke, ich liebe noch ein bisschen hier sein. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ah, da hat es Schwarzeichenholz. Das ist nicht Schwarzeichenholz, oder? Doch, ist schon Schwarzeichenholz. Ja. Super. Nein, Jane. Nee. Meine Schwester. Also würde ich Torte gerne essen. Erdbeertorte. Na, kommst du? So. Also haben wir verschiedene Setzlinge als Orange. Gut. Nicht gerade das, was ich wollte. Aber wahrscheinlich haben nur die Orangen wirklich dunkles Holz. Schwarzeichenholz. Tja. Ja, große auch. Ich tue sie jetzt einfach hier mal ein bisschen weg und pflanze sie rein. Damit ich einfach das Schwarzeichenholz habe, weil die Zäune natürlich viel schöner aussehen für mich. Vielleicht dafür freue ich auch. Oh, Lehm. Ja, aber wir sind nicht in der Farmwelt. Gut. So. Also, jetzt haben wir genug Schwarzeichenholz am Pflanzen. So, dass es noch wachsen kann. Hä? Zum Beispiel hier oben. Hier. Ja, und hier drüben haben wir noch nicht, gell?
Hier. So. Also, das haben wir auch erledigt. Da haben wir einen Kürbis oben. Okay. Schaf, bitte nicht rein. So, ja, machen wir noch mehr Zäune, hä? So. Gut. Dann können wir mehr Tiere dort noch ranlocken, wenn wir das Weizen haben. Also machen wir da ein bisschen fertig. Ringsum. So. Okay. Wunderbar. Die Ente. Können wir die zusammen? Ich denke nicht. Die lasse ich einfach hier. Was haben wir noch zu tun? Vielleicht noch mehr Scheren. So, noch mehr Wolle haben. Da haben wir auch nochmal einen Schaf. Ja, komm, wir müssen die auch reintun. Deshalb ist es gut, dass wir gleich zwei die hier haben. Sogar drei. Wunderbar. Ein weißer Vogel haben wir auch noch. Und eine Höhle mit Lava. Ja, Lava brauchen wir nicht ohne Tinker's Construct, genau. So, bitte jetzt. Komm. Sonst müssen wir welche noch züchten. Also sie mit Knochenmehl wachsen lassen. Machen wir mal rein jetzt. Und ja. Kurz warten. Wir haben nur einen Knochen. Aber einen haben wir, oder mehrere haben wir noch ein Ding. Da können wir gleich mal Schwarzeichensetzling anpflanzen. Ja, da haben wir noch andere Zäune vom Stollen. Also dann gehen wir los im nächsten Part. Wir werden aber jetzt gleich mit dem Bein vorne dran hintun und wächst wirklich ja relativ langsam. Außer einer, der ist bis 86, der wächst leider auch nicht so. Ich muss das richtig machen. Okay, der eine ist weg. Das ist eher nicht so gut. Muss es wieder rausnehmen. Weil ich wollte eigentlich hier eins höher machen, damit er wirklich auf 3 wachsen kann. Eine brauchen wir noch. Wie ist es denn? Wir haben wirklich keine einzige Erde mehr. Hm. Tja. Machen wir das hier weg. So. So, jetzt ist es wieder zu. Machen wir das so. Immer noch 86, immer noch 86. Hm. Also so wie ich sehe, gibt es eben hier drüben Schnee. Hier oben ist das Loch. Weil der Sand natürlich runtergekommen ist. Hier. Ist, glaube ich, das, oder? Ja, müsste das sein. Hier haben wir noch ein Schaf und werfen es runter, aber es hat sich gerettet. Gut. Ja, also. Ja, nicht allzu lange hüpfen. Wir gehen runter. Ja. Und ja. Einfach mal kurz erkunden hier.
sonst in der Farmwelt. So. Ja, einen Garten draußen dann machen. Ja, müssen wir anders. Ich weiß nur nicht, wie, wo am besten. Es ist alles so ein bisschen uneben hier. Ja. Okay. Machen wir hier unten den Baum mal weg. Gut. Hoffentlich davor. Nicht gerade in der Nacht. Dann alles aufsammeln müssen. So, sehr gut. Wunderbar. Nächster. Oder wir machen jetzt den wirklich irgendwo anders dann. Oder machen wir jetzt schon anders? Ne, es wird Nacht. So, jetzt genau. Jetzt können wir schlafen. So. Super. Also. Der Baum machen wir jetzt hier oben. Schön. Hin. Ja, ich mach jetzt das weg hier. Das kleine Spitzchen hier stört den Baum. So. Also. Hier das Wasser hin. Dann mit der Hacke schon mal hier. So. Alles machen. Eins können wir weiter sogar. So. Und anpflanzen, Risal, damit wir so schnell wie möglich einen Chocobo haben, der auch was kann, also nicht nur gelb ist, sondern andere Farben hat. Södeli. Und noch ein bisschen Weizen. Wunderbar, Weizen fertig. Dann können wir auch gleich bald die NPCs machen. Da brauchen wir zwei Brote dafür, wie eine Hacke. Und ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.